wären wir wieder bei Let's Play GTA Online und wir stehen immer noch da und wir müssen die Deluxes abliefern. Ja. Ich habe natürlich die üblichen Verdächtigen dabei, wie immer. Wie jetzt gerade eben. Die fliegen jetzt hier? Die können nicht fliegen, noch nicht. Die können noch nicht fliegen. Perfekt eingepackt. Ja, du hast sehr per- das ganz toll. Oh oh. Hat er dich geschossen? Nein, ich hänge mit deinem SUV fest. Nee, ihn bremst du nicht. Alter, was haben die Dinger für eine Lenkung? Wir sollen es lackieren, okay? Oh. Okay, lackier mir's. LS. Gibt's doch nicht. LS Customs hat gerade direkt geschlossen. Nein. Also, wie ich euch alle sehen kann, dieses Auto hatte gerade zwei Farben. Kriegt jetzt Chrom. Ich mache jetzt Chrom das Auto. Ja, so. Meins ist komplett mal schwarz, wie immer. Pink ist das neue Schwarz. Oh Gott! So, da weißt du schon mal, da weißt du schon mal bei Raubüberfall, was du von DeLorean nimmst. Rosa Steiner. Sehr unauffällig. Ich weiß. Ja, klar. Mein Schwarz ist auch nicht mehr gerade die unauffälligste Farbe bei den ganzen Fahrzeugen, die hier mit Schwarz rumfahren. Pick mit! Das Handling klingt wie ein Kreuzfahrtschiff, einwandfrei. Ja, geht doch. Ja, ist wirklich so. Wow! Geht doch eigentlich. Ja. Ich glaube, fliegen könnte besser als fahren. Nee. Nee, fliegen. Man muss damit zurechtkommen. Wenn man damit umgehen kann, dann ja, aber so nein. Was hat das, wenn man es kann? Da fällt mir gerade ein richtig Auto geiler Supersportwagen. Wir gucken nur noch das Dach raus. So ein Passant. Das ist ja richtig. Oh Mann. Ist doch nice sowas, wenn da jemand rausguckt. Ich kann mir vorstellen, bei mir ist aber Passant gerade quer in die Luft geflogen. Nur fliegen ist schöner. Ich weiß. Ja. Und ich kann mir schon sagen, die haben eigentlich eine gute Topspeed, die Karren. Yep. Und ich kann mir denken, warum der Part so lange gedauert hat, durch die Videosequenz schon. Ja, stimmt. Die ging allein schon gefühlte 15 Minuten. Ne, die ging 5 Minuten circa, geht sie. Circa 5 Minuten habe ich genau so nachgeschaut. Ey, das ist krass eigentlich. Verschwendung meines Lebens, ey. Irgendwo so ein schwulen Mal hier. Wie heißt der komische Gründer von Apple? Steve Jobs. Ja, genau. Nee, so sah er nicht aus. Steve Blowjobs. Das sagen wir außer. Das sagt er zu ihm. Das sagen wir außer, dass er irgendwie aus wie keine Ahnung, wie Donald Trump in Billig-Format. Nein, das ist jetzt schon, das ist jetzt hier der Jock Dings da, Jock Brinley, das ist ja Donald Trump. Ich bin da. Ja, fahr mir noch vorne rein, du hässlicher NPC. Ja, ich brauch's auch nicht wütend auf mich sein, wenn du mir vorne rein fährst. Ja, jetzt sind immer die anderen schon, was? Ja, immer die anderen, ist ja klar. Kennt man ja. Hier stand ein NPC mitten auf der Straße, ich hab den jetzt umgefahren. Oh ja, was soll's. Und den trauert keiner. Hier auf der Alter ist ja geil. hier auf dem Schild steht, hier ist no Base. Ja, ja, das Schild habe ich aufgestellt mit Absicht. Hier ist keine Basis, damit sie Bescheid wissen, hier ist nichts. Oh. Total unauffällig. Ja, ist total unauffällig. Das ist keine Basis, da ist bloß eine riesige Plattform, die einfach so da ist. Übrigens, Snipes, hier kannst du dir eine Minigun abholen, übrigens. Minigun, was, wo?
Minigun-Zerstörung. Ja, das ist auch für krass. Minigun-Zerstörung. Gib den Snipes am besten, der hat ein Low-Level. Dragonfire. Psst, nicht rein. Geht da rein. Geht da rein jetzt in den Überwachungsraum und da drinnen ist eine Minigun gleich in der Ecke. Ja. Und hier kannst du auch Waffen gern rausnehmen. Und hier kannst du gern Waffen nehmen hier. Also hier drinnen, da. Ja, hier drinnen. Die Waffen kannst du gern nehmen hier. Alle auf dem Tisch liegen. Waffen, 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 Waffen. Raygun? Raygun? Nein, keine Raygun. Oh, das ist langweilig. 100.000 oder 750.000 in eine Kanone stecken. Ja, oder klar. Ja, klar, okay. Ey, ich hab vorhin schon keine 10.000 gekriegt, also können die knallen jetzt mir, ne? So, ja, so. Du kriegst jetzt 10.000 und wir kriegen jetzt 50.000. So, los geht's zur letzten Vorbereitung. Und dann kommt das Finale. Ja. Ich wollte schon immer die Russen kalt machen. Was? Und für wie gesagt, das ist gut für dich, Dragonfire, und für dich, Snipes, du hast das noch nicht gemacht, die Raubüberfälle, also kriegst noch einen Bonus sogar. Wie sieht's denn aus? Der ewige Lab, der Black Screen, das kommt auch noch dazu zur Aufnahmezeit. Black Screen! Okay, ja, ja, dann. Ja, ich geh auch draußen. Fantastic. Are we in the data breach or are we stopping the data breach? Fahrzeug. So, ja, gut. Los geht's. Steck mal. Jetzt drück A. A drücken und nach oben ziehen. Weißt ja. Ja, ich hab 12.000 gekriegt. Yay! Mitleidsbonus, ja. Yay! Ich mache aber 20% für jeden danach von Raubüberfall. 40, 20, 20. Ich habe ja 65 Spezial. Wie viel kriegt man von den? Also, du kriegst. Wie viel sind eigentlich die 20%? Oh, ich wirklich bin nur das, wenn man so eine Karre lang zieht. Ich habe einfach die Karre abschürzen sehen. Weg. So. Fliegerisch und künstlerisch sehr wertvoll. Übrigens, wenn du das kaputt machst, kostet dich das 20.000. Ja, hab ich auch. Ja, hast du ja, mehr als genug. Oh, LKW. Wir können einfach da hochfliegen, schon. Wir können schon da reinfliegen. Was ist das überhaupt für ein Outfit? Ich will das eigentlich schon haben. Kriegst du Körper frei danach? Kriegst du danach frei, glaube. Na, wo ist die Akula? Wo ist die Akula? Die ist... Achso, Control-Fahrzeug. Ich fahr einfach durch. Schalt auf Militärgelände. Was sind die Abwehr? Au! Schön gegen Gastank. Okay. Alter, die ganze Seite ist rot. Ja, solange das nicht zu rot ist, ist das okay. Begib dich ins Obergeschoss. Ja, geil. Ist ja cool sowas. Ich will den Offizier abknallen. Kannst du danach machen. Ich will jeden abknallen. Du sollst schon die Treppe hochlaufen, das wäre schon logisch. Nein. Nö, die Treppe hochlaufen ist doof. Alter, warum funktioniert der scheiß Fahrstuhl nicht einfach? Keine Ahnung, kein Stromrecht. Er läuft gegen die Wand. Ja, genau. Wie viele Taschen sind das? Ja, dankeschön. Kannst du es nicht eher sagen? Ich hab's grad gesagt, Lester. Ich hab's grad gesagt. Sag nicht, der funktioniert wirklich. Keine Ahnung, können wir ja probieren, wenn wir runtergehen müssen. Wie viele Etagen sind das? Ich glaube 7 oder 8 sind das. Na toll. Ich häng grad mal bei 4 fest. Ah ne, 6 Etagen. 6 Etagen sind das. Hallo! Wir müssen noch eine Etage hoch. Ich bin halt nicht der Schnellste. Wir müssen noch eine Etage hoch. Eine Etage! Ja! Oh. Hallo! Da ist der Offizier! Das ist der normale. Da ist der Offizier, oder? Ist das der Offizier?
Na hey, was ist das? Das scheiß Outfit haben die? Und ich suche viel blöd aus und die haben das. Boah, auf mir wird geschossen. Richtig geil. Noch 30 Kopf. Ich bin in die falsche Tür rein. Mhm. Falsche Tür? Du musst auf die Tasche hoch. Ja. Ich muss hier oben bleiben, ansonsten geht der Download weg. Ich brauch nur 30 Kopfschütze zu machen. Brüch da erstmal eine Rüstung. Ja, mach schon. Okay, wow. Wie kommen die da rein? Der ist tot. Wie kommt durch den Fahrstuhl? Okay, kann man den Fahrstuhl... Klappt der Fahrstuhl? Der Fahrstuhl funktioniert. Ja! Ich nehm den DeLorean. 29 Kopfschüsse. Ich möchte einfach nur lebend wieder rauskommen. Okay. Wo ist der Kuruma? DeLorean! Steig doch rein. Wo ist der scheiß Helikopter jetzt? Egal, oder? Ja, ich mach schon. Oh! War das knapp? Das war gerade arschknapp, oder? Wo ist der verfickte Helikopter? Er ist woanders. Ja, Kuruma kann nicht fliegen, ne? Ich weiß. Drück A, da kannst du fliegen. Wenn du eine Klaube hast. Kennst du das nicht von Peter Pan? Glaube daran und dann klappt es. Ernsthaft? Er lässt mich zurück. Richtig geil. Dragfire. Nee. Irgendwie funktioniert alles. Und sie sind gestorben. Fehlgeschlagen. Da wäre was, wenn es fehlgeschlagen wäre. Es hat funktioniert! Selbst wie sieht es mit dir aus? Fluchtwegmäßig? Ich arbeite noch dran. Okay. Ist alles okay. Juhu! Ich hatte Kopfschild! Mal! Ach ja, ich freue mich schon. Ich bin so gespannt. Wenn das jetzt bei der Aufnahme passiert mit dem Geld, ey, ehrlich, das war krass. Da bin ich auch einer, der das mit aufgenommen hat gleichzeitig, wie viel Geld man bekommt. Für die Kopfschüsse. Ja, ich bin so gespannt, wie viel das jetzt ist. So, Dragonfire, du kannst gleich als erstes dahin fliegen. Fahrt ihr mit dem Auto oder fliegt ihr mit dem Auto? Wir fliegen. Ey, ich glaube weniger, dass wir durch das Golfgelände hier durchfahren können. Durch die Zäune durch. Oder neuerdings. So, ich hab's jetzt auch endlich mal geschafft zu fliehen. Gut. Nachdem ich eiskalt zurückgelassen wurde. Soll ich das jetzt wieder für sich? Nein, Spaß. Wenn es einen zweiten Kampfjet gäbe, wäre es um einiges cooler. Ich stell dir vor, kriegt eine Million auf einmal durch Rockstar Games. Hui! Das war geil. 8 Millionen. Ja, oder 8 Millionen, das war auch cool. Ne, 10 Millionen auf immer. Ja, er war cool. Nicht für so ein paar Kopfschüsse, das glaube ich. Die Kopfschüsse. Da. Rein Eintritt in die. Na gut, ich krieg ja bei. Na gut, ich krieg ja beides. Ich krieg ja noch bei. Lester Quatsch nicht so. Danke. So. Ja, weil ich hier rumlaufe, deswegen labert ihr gerade. Also. Weg. Scheiß Russen! Ja, steig mal aus. Wollt ihr mit? Ne, wir fliegen damit. Okay. Hier, steig ein. Ist der geil! Au. Jetzt geht's wieder gut.
Jetzt ist am Start. Heftiger Cooler zur Basis zu bringen, ja. Ey, das passt total dazu. Ja, wo ist ja eine gute Zeit. Bin ich gut in der Zeit, muss ich sagen. Verdammt gut in der Zeit. Wie die Laterne dort. Die war auch perfekt dort. Aber ich muss sagen, das sind wirklich die Originalfarben von DeLorean. Die passen irgendwie, findest du nicht, Mr. McGuire dort? Das ist eigentlich ein russischer Hubschrauber. Geht besser. Tja, weil die Amis halt nicht so drauf sind. Ne? Weil sie keine tschechischen Produkte haben wollen. Nicht Scherz. Das Video wird jetzt sowas von demonetarisiert deswegen. Ja, wir reden doch bloß über Mord und Totschlag, oder? Und praktizieren ihn in der Mitte der Basis. Das sind alles Gummibärchen, mit denen ich schieße. Ja. Also kleine Kinder, das sind alles Gummibärchen hier. Inklusive... Das sind Kinderschokolade in Wahrheit hier, die Raketen. Das ist Kinderschokolade. Das sind Luftballons. Und ich bin Level 349. Oh, kann man die nicht jetzt einfach geschenkt bekommen, den Affen da? Das wäre geil. Ja, das war cool. So, jetzt muss ich nach unten gehen. Oh, wie ich wieder aussehe. Nein. Wir fallen mit Blut. Ach so, du hast ja doch Blut bist. Okay, gut. Yep. Und... Schade. Der hat gerade übelst das Knick gehabt. Der hat gerade übelst das Schwein gehabt, oder? Der hat übelst das Schwein gerade gehabt hier. Warum ist das Auto hinten wieder ganz? Keine Ahnung, bei mir ist es kaputt. War das komplett zerstört? Das ist wieder ganz. Was ist denn hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ja, da würde ich mal sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Ihr könnt gerne mal einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr neu seid, Abo dalassen. Und bis zum nächsten Mal bei GTA Online.